Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute machen wir was ganz Besonderes und zwar habe ich einfach meinen allerersten Arbeitstag hier in meinem liebsten Lösso-Laden. Ich glaube, das wird auch dein letzter sein. Ja, das wahrscheinlich auch. Ich weiß gar nicht, was mich erwarten wird. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Wie man sehen kann, ist weit und breit noch kein Kunde da. Also ich bin hier als allererstes da, damit ich erstmal eingewiesen werde und dann bin ich gespannt, was die Kunden von mir halten. Ich hoffe, ich mache meinen Job dann gut. Also, let's go. Da wird uns die Tür aufgemacht extra. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei Lösso. Hallo. Hi. Schön, dich zu sehen. Ja, schön, euch zu sehen. Du siehst unseren Laden noch im Halbdunkel. Wir haben jetzt gerade die ersten Kassen eingeräumt und die ersten Kolleginnen sind angekommen und wir starten jetzt frisch in den Tag mit dir. Ich habe noch nie in so einem Laden gearbeitet. Mal sehen, wie das so ist. Damit du auch voll zum Team gehörst, kriegst du von uns natürlich auch ein Namensschild. Okay. Ich meine, eigentlich brauchst du keins, Leute kennen dich ja. Und ein T-Shirt und ein Preisauszeichner. Dann gehöre ich richtig dazu zum Team. Du wusstest jetzt nicht, welche Größe du trägst, deshalb habe ich dir jetzt einfach mal zwei verschiedene T-Shirts, einmal ein S, einmal ein M rausgegeben. Ja, ich glaube, S nehme ich. Geh mal dich mal Vielen umziehen. Vielen Dank. Perfekt. Hier machen wir wieder so einen coolen Übergang, Tom. Okay, 2, 3. Wow, ich würde sagen, das T-Shirt passt wie angegossen. Wow, der Zaubertrick funktioniert sogar bei Lösso. Hammer. Dann kriegst du ein Namensschild. Heller Team Lehrte. Schaut mal. Wie süß. Und sogar ein Preisauszeichnungsgerät, ein Scannergerät mit da. Mit meinem Namen und Herz. Mit Herzchen, ist ja klar. Wow. So, das Gerät kannst du dir dann schön profimäßig an die Hüfte hängen, weil das wirst du später noch brauchen. Jetzt siehst du perfekt aus. Sehr, sehr professionell. Du siehst wirklich mega professionell aus. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Was macht ihr denn als erstes am Tag? Also, wir haben am Wochenende und auch gestern ziemlich viel verkauft und jetzt haben wir ein bisschen Leerstand im Bereich Pferdefutter. Weil das sind so die Artikel, die immer gehen, wo die Leute dann auch mal irgendwas mitnehmen, weil ihnen dann einfällt, es ist leer. In Lehrte. In Lehrte ist es leer. Ihr seht, hier sind ein paar Lücken und wer könnte die besser auffüllen als unsere Hella? Das heißt, wir gehen dann gleich mal ins Lager. Da sehe ich schon das Futter. Das musst du alles schleppen, Hella. Wir haben Hella einen Helfer organisiert. Wen denn? Ja, du. Unseren Hubwagen. Schade. Wir stellen ihn jetzt mal auf eine neutrale Stellung, dass wir den rausziehen können. Okay. Dann suchen wir uns eine Palette und legen da das Futter drauf, das wir auffüllen wollen. Aber warum fahre ich den eigentlich? Du musst den fahren. Ja. Welches Futter braucht sie denn überhaupt? Tja, müssen wir doch mal schauen, was wir so haben. Also, Hella, wir haben ein paar leere Europaletten hier. Erstmal, Leute, Arbeitsschutz ist wichtig. Ich hole dir mal Handschuhe. Okay. Hier wird es ganz genau genommen. Ich hoffe, die passen. Wie angegossen. Ist so. So mag ich das. Als würde ich hier schon jeden Tag arbeiten. Okay. Dann darfst du dir eine von diesen wunderschönen Lernpaletten schnappen. Ist gut so? Ja, das ist perfekt. So könntest du starten. Also, was wir auf jeden Fall brauchen, sind immer so ein paar Luzernekops, ein paar Maiskops von Agrox. Okay. Die gehen mit am besten. Das Mesh nicht vergessen. Ach. Mach nicht die Säcke kaputt, Hella. Nein. Vorsichtig. So. Dann kannst du jetzt den Hubwagen da in die Richtung fahren, weil nämlich das Mesh von Agrox war auch alle. So, und jetzt können wir da noch ein paar Leckerlis drauflegen. Was ich weiß, wir brauchen Bananenleckerlis. Sind da noch welche drin? Da ist so eine Packung drin. Was du denen nehmen darfst, sind die Wiesenbussis von Agrox. Den ganzen Karton, nimm ihn dir ruhig mit. Okay. Wiesenbussis. Oh mein Gott. Also, ich glaube, ich hole mir hier einen Rückenbruch, aber ansonsten macht's Spaß. Weiter geht's. Haben wir noch Platz für ein paar Eimer Alpengrünmesh? Da kannst du dann auch 2, 3 Eimer auffüllen. Ich werde es dir mal abnehmen. Man muss ja sagen, Futter auffüllen ist auch Männersache, seitdem ich in diesem Unternehmen bin. Ihr seid ja schon ein echtes Team hier. Hammer. Trainiert. So, jetzt stelle ich mich noch hier drauf. Dann das macht die Sache einfacher. Viel leichter, Tom. So ist doch schön. So habe ich mir den Arbeitstag hier vorgestellt. Hammer. Aber es geht echt. Es ist wirklich nicht schwer. Bitte fahr nirgends dagegen. Was machst du? Ich gehe wieder runter. Vorsicht, Hella. Dann fangen wir mal an hiermit. Die kommen wahrscheinlich zu den Leckerlis nach vorne. Damit es immer frisch ist, nehmen wir die zuerst da mal raus. Oh, erstmal das
erstmal das Schild abgerissen. Fertig, der Karton ist leer und jetzt kommen natürlich noch die Hüten drauf. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, weiter geht's. Futter wegräumen. Soll das dann alles aufeinander oder soll dann eine neue Reihe? Nee, alles aufeinander. Oh wow. Davon verkaufen wir schon so 2-3 Decke am Tag, deswegen können die immer ein bisschen mehr liegen. Ist jetzt auch wieder die Zeit, wie viel Mesh gefüttert wird, so Fellwechsel, Übergangszeit. Ganz schön anstrengend. Jetzt kommen die hier noch. Und noch ein letzter. Bin die engagierte Arbeit. Willst nicht am ersten Tag direkt gefeuert werden, ne? Genau, so sieht's aus. Okay, weiter geht's. Luzerne kommt. Gibt's nichts Schöneres als Futtersäcke zu tragen? Zu Hause lasse ich das über Tom machen. Vielleicht erkennt ja irgendjemand den Sack wieder, den du hier einsortiert hast. Und der letzte Sack. Gott sei Dank. Das Schwerste vom Tag ist geschafft, oder? Genau. Jetzt können wir uns auf die schönen Dinge konzentrieren. Sehr gut. Gott sei Dank. Und noch als allerletztes die Bananenleckerlis. Hier? Hier. So, jetzt bringen wir das mal wieder zurück ins Lager. Ach, der Tag hat jetzt erst begonnen und ich kann schon nicht mehr. Nachdem wir jetzt so hart gearbeitet haben, darfst du jetzt etwas machen, von dem ich denke, dass du es auch gut kannst, nämlich was Dekoratives. Oh ja, okay. Hella ist sehr künstlerisch begabt. Ja, wir haben da nämlich was vorbereitet für dich. Das könnte eine spaßige Aufgabe werden. Erstmal gehen wir zur neuen Cavallo Horse Fashion Kollektion. Und zwar haben wir die hier. Und die Farben passen natürlich immer zu denen, was die Reiter anziehen können. Das wird dann Reiter natürlich einen super Look zusammen haben. Das stimmt. Ich habe hier mal so eine halbe Reiterin vorbereitet für dich. Eine schöne Dame. Und jetzt darfst du dir nämlich was aussuchen, was du dir anziehst. Dann ist hier natürlich noch Platz. Das heißt, sie kannst noch ein passendes Accessoire oder Schwimmfe oder so dazulegen. Dann darfst du dir jetzt hier was Hübsches überlegen. Ich bin gespannt. Das Thema ein bisschen highlighten. Ich würde sagen, wir ziehen hier was Rotes an. Aber wir schauen erstmal und lassen uns inspirieren. Kannst ja auch mehrere Sachen anziehen. Vielleicht eine rote Jacke und einen blauen Pulli oder sowas. Könnt ihr auch so ein Oberteil hier anziehen. Das sieht doch eigentlich ganz schick aus. Oder so ein Pulli. Schau mal, so ein Pulli ist schon schön. Oder setzt ihr einfach eine Hose auf den Kopf. Nein, das machen wir nicht, Tom. Ich würde so ein Schwarz und Grün nehmen. Schau mal, welche Größe ist das? Was braucht eine Puppe für eine Größe, frage ich mich. S? Okay, nehmen wir einfach mal die hier. Schau mal, die ist noch so mit Glitzer. Ja, das ist auch die cool. Die finde ich richtig schön. Und jetzt brauchen wir noch ein passendes Accessoire. Hier gibt es so Mützen. Das finde ich auch ganz cool eigentlich. Ja. Sowas noch daneben zu legen. Wir können ja mal so eine Mütze auch noch mitnehmen. Und so eine. Die finde ich am coolsten. Oder die hier. Die ist halt so mit Glitzer auch noch. Und hat zwei Bommels. Ja, die kann man wahrscheinlich austauschen. Die oder? Kann man wirklich austauschen. Das ist ja cool. Kann man das wirklich? Ja, ich glaube, Knopf. Ja. Die nehmen wir noch dazu. Die finde ich nämlich sehr cool. Und jetzt ziehen wir das Ganze doch mal der Puppe an. So, Magdalena, dann schauen wir doch mal, was dir gut steht. So, ich würde sagen, ich ziehe erstmal dieses Oberteil an. Es ist auf jeden Fall sehr figurbetont bei ihr. Oh, komm her. Einfach die Kundin in den Arm nehmen. Kommen Sie her. Jetzt kommt noch die Jacke drüber. Sagen die einzelnen Ärmel tun mir hier rein. Es ist kalt draußen. Jacke anziehen. So, es ist kalt. Oh, wow. Sieht schon gut aus. So, Magdalena, ich hoffe, dir gefällt das Outfit. Ich finde es sehr schön. Gut. Und den Schal tun wir jetzt einfach hier so daneben. Ja, so. Sieht doch gut aus. Da ist die Chefin. Was sagt sie? Hi. Hast du ein paar Tipps? Also, Hella, du bist auf jeden Fall eingestellt. Das sieht super cool zusammen aus. Ne, weil die Farben kommen hier auch alle wieder und auch schön, ne, da unten das Herbstlaub und dann das, dass das schon lag. Das inspiriert total, das sieht wirklich sehr schön aus. Hammer, okay, danke dir, das, sehr das schön. Freut mich. Und jetzt will ich halt auch dieses Outfit kaufen. Das ist mein Problem. Hast du einen Hund? Nein, also meine Deine Eltern haben einen Hund, Kiwi. Meine Eltern haben zwei Hunde, die kennen die Zuschauer aber auch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal gleich als nächstes in eine Abteilung, die für Kiwi vielleicht spannend wäre. So, Hella, ich kriege jetzt unsere Preispistole. Okay. Oha, hast du einen Waffenschein dafür? Piu, piu, piu. Wir gehen in die Hundeabteilung zu unserer neuen Marke, Pawberry. Da haben wir nämlich wunderschöne Hundebetten. Okay. Und die brauchen alle noch einen Preis. Und den machst du jetzt. Oh, wow. Du darfst den Preis ausdenken, Hella. Mach einfach 1 Euro. Dann 1 Euro. Alles zum Sonderpreis, die neue Kollektion. Und zwar haben wir ja hier überall Barcodes. Dann nimmst du deinen Scanner und drückst auf diese Taste hier, okay. Dann kommt da so ein kleines Laserlicht raus und das liest dann den Barcode und dann kannst du den Preis ablesen. 39,99 Euro. Gut. Und jetzt gebe ich das hier ein. Ja, du drehst so lange an dem Rädchen. Oh, wir überspringen erstmal die erste Zahl, Weil es ja nur zweistellig ist. Und dann kannst du hier in die Richtung drehen und dir die Zahlen aussuchen. Wow. Okay, 3, 9, okay. Perfekt, dann kannst du den Abzug betätigen. Hier drauf dann drücken. Genau. Klingt das da dann so raus? Ja. Oh mein Gott. Nee, drück erstmal einmal, oder? Ja. Erstmal drücken. Ja, und jetzt kannst du es, glaube ich, draufgeben. Da so dran halten? Ja, und dann kannst du es so abstreifen quasi.
Nee, hast du. Oh, da unten! Du das hast du zweimal draufgeklebt. Ja, was soll ich dazu halt sagen? Du hast nochmal abgedrückt. Alles gut, das passiert okay. Auch den Profis. Schau mal, du kostest jetzt 39,99 Euro. Mehr bin ich nicht wert. Mehr bin ich nicht wert. So, dann machen wir mal weiter. So, jetzt haben wir hier so ein schönes. Oh mein Gott. Was runtergefallen. Unterwegs. Das wäre doch okay. Schon auch was für Kiwi. Und dann, wie teuer wäre es für Kiwi? 59,99 €. Das macht bestimmt richtig Spaß. Das macht richtig Spaß. Wow, perfekt. Sehr gut. Hammer! Das ist richtig Spaß, oder? Ja, das macht mir richtig Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die anderen haben alle schon ein Preisschild. Okay, jetzt haben wir jetzt schon dich hier Hammer. Richtig professionell mit Preisen gesehen. Kannst du auch professionell bandagieren? Oh, ja, also mal mehr, mal weniger. Manchmal wird es ganz gut, manchmal wird es weniger gut. Okay, weil wir haben ja die neue Escadron Heritage Kollektion und die neue White Now Kollektion. Da müssen wir hin. Und da müssen wir jetzt natürlich die Pferde hübsch anziehen. Die neue Right Now Ecke hast du auch noch gar nicht gesehen, Hella, oder? Nein. Und weiter geht's. Ich bin so eine motivierte Mitarbeiterin hier. Sind wir hier mal in die Right Now Abteilung gegangen? Genau. Right Now kennst du und findest du dich? Weißt du, was du bist? Ja, ich bin hier. Mal gucken, so ob wir dich noch irgendwo finden. Der anderen Seite, da bist du auch. Wow, da bin ich wieder. Ja, bandagieren. Ich glaube, das fährt da vorne, oder? Ja, das ist Gustav. Gustav ist ungesattelt, ungetrenzt und er braucht jetzt natürlich was von Right Now an, damit er besser läuft. Aber vorsichtig, ganz wildes Pferd ist das. Da darfst du dir jetzt was aussuchen. An Gamaschen oder Bandagen, Schabrackel, Halfter, was auch immer, Abschutzdecke. Sattel ist auch da. Hi, ich habe eine Frage. Ja. Magst du mir einmal bei Reithosen helfen? Ich kann mich nicht ganz entscheiden. Ja, sehr gerne. Dafür bin wie cool. Ich ob du das schaffst, Hella? Ja, ich bin gespannt. Genau, ich habe mich schon voll ausgesucht. Ja, genau, und jetzt habe ich die schon angezogen. Die finde ich schon mal sehr schick. Ja, aber ich finde tatsächlich, dass die hier sich falten wird. Ja, das stimmt. Und die anderen? Müssen wir jetzt noch mal gucken. Ja, okay. Alles klar. Ja, dann probieren wir mal die nächste an und dann schauen wir mal, welche am besten aussieht. Ja, machen wir. Du kannst auch die Kunden bitten, sich hier vorne auf den Sattel zu setzen. Ja. Da kann man nämlich, weil das immer beim Sitzen ein bisschen anders ist, mit dem Abschluss und dem Bein, kann man hier den Sattel schieben und dann kann die Kunde sich da nochmal reinsetzen. Worauf wird dann geachtet bei den Reithosen? Wichtig ist immer, dass die eigentlich sitzt, wie Hellas Jeanshose jetzt sitzt. Eng. Wie eine zweite Haut. Dass man hier keine Falten bekommt, weil wenn man hier Falten hat, dann kann es halt sein, dass die im Sattel drücken. Die meisten tragen ja einen Gürtel, was die oben halt schön anliegt. Der gut. Wohlfühlfaktor ist natürlich auch wichtig. Da kannst du dann gleich mal drauf achten. Hier die nächste Hose. Ja. Die finde ich schon ein bisschen schöner und da fühle ich mich auch ein bisschen wohler drin. Ja, vielleicht willst du dich noch einmal auf diesen Sattel setzen. Ja, klar. Also ich muss sagen, die finde ich auch besser schon als die andere. Ja. Was sagt die Expertin? Also ich finde, die sitzt gut. Ich fühle mich auch wohl drin. Das ist die Hauptsache. Ja. Hast du noch eine dritte, oder? Ja, ich habe noch eine. Okay, dann schauen wir uns die auch nochmal an. Alles klar. Sehr gut. Du machst das echt total charmant. Du könntest wirklich hier arbeiten. Die Kunden würden alle, genau wie ich gerade, mit so einem breiten Lächeln hier rausgehen, weil dein Lachen so ansteckend ist. Wie lange arbeitest du hier jetzt schon? Fast 7 Jahre. Ah, krass. Ist ein echter Herzensberuf. Den ganzen Tag Pferdekram. Man hat immer was mit den Leuten zu reden. So, zum Teil kennt man die schon, dass man weiß, wie das Turnier war, wie der Lehrgang war, wie der Husten vom Pferd, ob der besser geworden ist nach den Kräutern. Und dann kann man immer sich ein bisschen unterhalten. Das ist total schön. Ein schöner Beruf, ne? Ja. So, da geht's weiter. Genau, das ist die dritte. Ja, aber die sitzt doch jetzt auch gut. Vor allen Dingen hat die einen guten Beinabschluss jetzt. Ja, die finde ich aber hier oben ein bisschen locker. Da müsst ihr okay. Gürtel gucken vielleicht. Ja, willst du dich noch einmal in den Sattel ja, klar. Und da ist der Grip ein bisschen besser. Besser? Besser ja. Griff? Ja, aber die andere fand ich trotzdem schöner. Wegen der Farbe oder? Nee, so vom Gefühl her. Vom Gefühl, ja. Genau. Ja. Das ist natürlich schwierig zu sagen. Beide. Wir können ja auch noch mal nach Alternativen schauen. Ja. Was wir noch so für Hosen haben, gerne. Die wir anbieten können. Ja. Hast du da irgendwelche Markenpräferenzen zum Beispiel? Gar nicht. Dann darfst du frei auswählen. Du darfst frei aussuchen. Was du mir jetzt noch suchen möchtest. Okay. Meine Favorites sind die Piqueur-Reithosen. Was ist das denn jetzt für eine? Cheval Deluxe. Ich glaube, die andere war auch eine. Auch von Cheval Deluxe. Die sind natürlich auch... Nice, davon habe ich auch welche und von Right Now halt. Ja. Das sind so meine 3 Favorites, muss ich sagen. Von Right Now habe ich noch keine. Ja, vielleicht probierst du da vielleicht auch nochmal eine an. Hier sind jetzt Reithosen. Ja. Die haben halt, warte, zeig mal deinen Grip, den du jetzt hast. Der ist natürlich ein bisschen lascher, wenn man das so sagen kann, der Grip jetzt als der andere. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich echt immer mega nice. Sind nicht so teuer. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was die kosten. Das steht hier irgendwie drauf.
Dafür hast du deinen Scanner. Hella, Scanner benutzen. Ja, warte. Sorry, ich mach das hier gerade zum ersten Mal. Also, die kostet jetzt 89,99 Euro. Was hätte denn jetzt die andere gekostet? Das finde ich ist ja auch noch ein entscheidender Faktor. Die ist im Angebot. Die ist im Angebot gewesen. Die ist sogar im Angebot. 69,99. Ja, okay, die ist natürlich noch das ein bisschen. Macht nix. Egal, kannst du ja vielleicht auch noch mal ausprobieren. Genau. Welche Farbe gefällt dir denn besser? Schwarz oder blau? Die schwarze. Hella, du kannst ja noch weiterschauen. Guck doch auch mal bei Picker, ob die auch mal eine coole haben. Fall hier gleich um, Mensch. Oh, Hella, pinke Eskadron-Kollektion. Hast du das schon gesehen? Oder rosa, die ist so gesagt. Schön, aber bitte lenken Sie mich nicht ab. Ich habe eine Kundin, die wartet. Schon was gefunden von Piqueur? Ja, also die hier finde ich persönlich richtig schick. Hier noch mit diesem Glitzer und so. Hier habe ich auch noch ein paar von Piqueur gefunden. Schaut euch das mal an. Hier, schön mit dem Glitzer. Aber ich weiß natürlich nicht, ob ihr das gefällt. Mir gefällt das halt. Das ist mein persönlicher Geschmack. Ich frage sie gleich auch noch mal, ob sie einen hohen Bund haben möchte oder so eine Low-Waist-Hose. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Und was das für ein Grip halt auch sein soll. Ich glaube, sie ist fertig. Oh, ich renne schnell zurück. Die sitzt richtig schön. Ja, finde ich auch. Ich habe dir jetzt noch mal zwei andere Hosen von Piqueur. Aber da war ich mir jetzt auch nicht sicher, ob du einen hohen Bund oder einen tieferen Bund. So. Ja, müssen wir gucken, wie es wird. Okay. Schau mal, magst du Glitzer oder? Glitzer geht immer. Ja, perfekt. Dann haben wir den gleichen Geschmack. Ist tatsächlich auch so ein Einstellungskriterium hier bei uns, ja, dass man zumindest eine Basis-Pferdeerfahrung hat. So ein Tom könnte hier jetzt nicht anfangen. Nee. Tom könnte in Lager arbeiten und ich das ganze Futter auffüllen. Ja. Momentan bin ich tatsächlich der einzige Mann hier. Ah, okay, deswegen. Abgesehen, du willst nicht alles alleine schleppen. Von unserem Hausmeister, ja. Also ich würde mich freuen. Ja. Aber ansonsten viele nette Mädels hier. Wunderschöne Umgebung. Ja. Kann man gut arbeiten. Ich bin zufrieden hier. Also ich glaube, ich fand die Right Now noch ein bisschen besser, ja, oder? Ich auch. Weil die sitzt hier jetzt so an den Knien vielleicht ein bisschen, ja, so. Ein bisschen. Also in welcher hast du dich denn am wohlsten gefühlt? In der Cheval Deluxe, die schwarze. Ja, ja, dann ich glaube ich, musst du die nehmen. Entschuldigung, ich will ja nicht stalking-mäßig rüberkommen, aber ich stehe direkt vor der Umkleide. Alles gut. Soll ich irgendwie was schon rausnehmen oder so? Ja, gerne. Hast du noch irgendwas vergessen oder brauchst du noch irgendwas anderes? Also brauchen tut man ja immer weh. Ja, das ich würde tatsächlich gleich nochmal nach einem Gürtel gucken und dann glaube ich, habe ich alles. Ja, perfekt, dann hänge ich das hier mal kurz zur Seite. Genau. Weißt du, wo du die Gürtel bei uns findest? Sonst zeigen wir die mal. Vorne. Mhm. Die Hose, die kann Hella schon mal mit, ja, zum Kaffee nehmen, damit du die Hände frei hast zum Stöbern. Passend zur Cheval Deluxe Hose haben wir natürlich auch Cheval Deluxe Gürtel. Ach, für den so Fall, dass man sich die mal anschauen möchte. Ja, dann können wir da ja mal rüber gehen. Da kommen ja auch immer mal neue Sachen. Oh, dieses Coco ist ja so das schön. Also. Ich finde es auch echt cool. Finde ich auch ganz cool. Man muss sich auch als Mitarbeiter immer mal in den Kopf rufen, was haben wir eigentlich hier und was kann ich der Kundin anbieten. Ja gut, dann nehme ich dir den ab. Ja, dann muss super. Er mit. Und dann Dankeschön. Gehen wir mal zur Kasse. Wow, endlich stehst du mal auf der Seite. Illegal. So, damit hier nichts geklaut wird. Oh, das war ja so einfach. Sag das nicht. Okay, und das aber das hier? War so kompliziert. Wo kommt das hin? Tja, unter dir hast du eine Schublade. Die darfst du dann aufziehen und da haben wir unser kleines Kästchen. Für die Nupsis. Mhm. Damit man sich nicht sticht. Hier. Und das kommt da auch mit rein? Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das jetzt vom Gürtel ab, ne? Zahlenschloss. Nee. Mit einer Flex. Lass mich den Code eingeben. Tja. Es geht nicht. Sollen wir es dir zeigen? Ja. Die Nase wird reingehalten und dann wird hier einmal gegen das Schloss gedrückt und dann springt es auf. Ah, wow, okay. Und jetzt kommt das, jetzt darfst du scannen. Ja, jetzt geht's los. Jetzt kommt das Beste. Er will nicht gescannt werden. Also ist ein gutes Beispiel. Wow. Funktioniert doch. Sehr schön. Funktioniert. Und jetzt fragen wir die Kunden natürlich. Die wichtigste Frage. Kundenkarte. Haben Sie eine Kundenkarte? Nein. Was? Wie kann das was? Denn sein? Online war ich angemeldet. Ja, ich, dann haben Sie auch das Bild. Dann haben Sie auch ein Kundenkonto. Hast du hier den Gesamtpreis? Dann hast du 5% Rabatt, die abgezogen werden. Da sehen wir dann auch, dass die Kundin 7,40 Euro spart. Wow, das hat sich richtig immer noch gelohnt. Und Kundenkontos lohnen sich. Ja, ja, tatsächlich. Und das ist dann der Endbetrag. Das ist der zu zahlende Betrag. Restbetrag genau wird angezeigt. 140,60 Euro. Mit Karte bitte. Aber du hast das Glück, dass ich dich heute abkassiert habe. Oh. Also kriegst du den Einkauf heute geschenkt. Wie geil. Wie cool. Ja,
ich hoffe, ja, dich freut dich. Ich hoffe, es hat dich gefreut. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank. Danke. Tschüss. Danke. Jetzt musst du bezahlen. Furchtbar. Gib mir dein Portemonnaie. Ja. Man sollte sich das vorher überlegen, was man sagt. Ah, so ein Mist. Nein. Was wird das jetzt hier? Geht's in die Pause oder was? Ja, Pause nach einer Stunde Arbeit. Wow. Privat. Ich gehöre jetzt zu privat dazu. Ach. Was ist denn hier? Das ist so zur Freizeit. Also falls man mal zu viel Zeit bei der Arbeit hat, dann macht man eben das. Und einen Fernseher habt ihr hier auch. Da gucken wir Schulungsvideos zum Beispiel drauf. Oder Hellas YouTube-Videos. Heute Abend haben wir zum Beispiel wieder eine Schulung, da geht es um gebisselte Zäume und Hubschuhe, damit wir immer super informt sind und die Kunden richtig beraten können. Und damit wir die Kunden auch richtig beraten können, haben wir auch immer ein bisschen Naschi, das heißt, du darfst dich auch gerne schauen. Ja, ja. Das gefällt aber. Ah, ich auch, dankeschön. Und wir haben dir auch ein paar Getränke rausgesucht. Na, dann machen wir kurz Pause. Was kommt als nächstes? Als nächstes wird natürlich was Schönes von Right Now gemacht. Ja. Da waren wir doch auch eben. Stimmt. Gustav wartet nämlich schon auf mich. Der hat schon gewiehert. Der Arme steht noch ganz nackig da. Ja. Da ist der Arme. Auch Gustav. Haben wir dich vernachlässigt? Oh, bitte nur streicheln, nicht aufs Pferd setzen. Bitte nur streicheln, der hat richtige Glutschi-Augen. Das ist ein wildes Pferd. Mesut Özil. Okay. Annie, Gustav. Ja, Gustav braucht jetzt ein Outfit, Hella. Okay, dann ich glaube, ich fange mal mit einer Schabracke an. Dann brauche ich ja noch Bandagen, Fliegenohren, er braucht alles. Also ich muss sagen, diese Schabracke finde ich richtig schick. Die habe ich auch schon zu Hause. Deshalb kriegt Gustav auch diese Farbe drauf. Ich finde auch zu so einem grauen Pferd, meinst du sowas Helles? Wir können ja mal beides ausprobieren. Dazu gibt es auch eine Decke. Das wäre halt cooler das mit Decke. Das ist natürlich auch cool. Okay, ich muss sagen, die sieht schon mal sehr schick aus. Ja. Vor allen Dingen hier mit der Mähne passt das halt auch perfekt. Mhm. Okay, jetzt probieren wir nochmal die andere. Nee, die da. Okay. Also die steht Gollum zwar gut, aber graues Pferd vielleicht eher die. Du hast ja recht, Tom. Gut, dass du immer meine Shoppingbegleitung bist. Das habe ich auch noch nie gemacht in meinem Leben. So ein Plastikpferd angezogen. Ich finde, das sieht schon richtig gut aus. Also hier habe ich ja schon mal die passende Decke. Und hier die Fliegenohren, soll ich die mitnehmen? Das ist aber echt eine kleine Decke. Oh. Das ist so eine Valentino-Decke. Ich glaube, unser Pferd hat Größe 145. Wir nehmen die jetzt einfach mal mit. Das sieht gut aus. Ja. Oh, die fühlt sich richtig schön weich an. Fühl mal, Tom. Ganz normal wie eine Decke. Du bist schon richtig im Verkäufermodus. Ja. Und will dabei alles selber kaufen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Sehr gut. Jetzt fehlen nur noch die Bandagen. Bist du für diese Gamaschen, Tom? Ja, die muss man nicht so lange drum wickeln. Gamaschen sind immer besser. Wollen wir die Glocken abmachen? Ja. Der hat ja schöne Hufen. Vor allen Dingen hat der Hufschmied hier, glaube ich, ein bisschen unsauber gearbeitet. Oh, der hat eine Schraube drin gelassen. Richtig schön hier mit Glitzer. Gustav, wie fühlst du dich? Gustav fühlt sich gut. Jetzt kommt auch noch hinten dran natürlich. Ach so. Damit das Outfit perfekt ist. Okay. Oh, jetzt brauchen wir noch was für die Lenkung. Okay, die Trense. Ja, das gibt es. Du kannst doch nicht die ganze Hand in den Mund stecken vom Pferd. Doch, spinnst das du? Hat er schon sehr gut genommen. Oh wow, eine Ohr ist schon drin. Vielleicht bricht das andere Ohr ab. Soll ich dir helfen? Ach, du hast es hingekriegt, Tom. Gustav hält echt still, ne? Also der macht gut mit. Ja, das ist echt sehr praktisch. Film- und Fotopferd. Das sieht doch hervorragend aus. Was sagen die Profis? Es sieht aus, als könnte man sofort losreiten. Sehr gut. Hast du noch Energie für eine letzte Aufgabe ja, des Tages? Ja, auf jeden Fall. Dann hast du es geschafft. Die Kollegin hat eine Kundin zum Thema Martingale beraten. Ja. Und jetzt hat sie die zum Wegräumen. Und das darfst du jetzt machen. Das heißt, du hast jetzt eine Rallye durch den ganzen Laden. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal in Richtung Zaumzeug gehen. Denn Hella, da hast ja das Lederzeug am besten hin. Du ich stellst einen Timer. Ich stell's einen Timer. Okay, dann. Auf die Plätze, fertig, los! Hier sieht es doch schon mal nach Vorderzeug aus, aber die Gleisen habe ich hier jetzt noch nicht gefunden. Geh nochmal weiter. Häng es einfach dem Pferd hier oben um. Einfach so. Fertig. Perfekt, ich hab's weggehauen. Oh mein Gott, da! Gefunden. Oder? Weiß ich nicht, sieht gut aus. Aber das ist nicht das Gleiche. Das sieht nicht gleich aus. Hm. Wir müssen ja irgendwas finden. Ist da ein Schild dran? Was steht da drauf? Lederhalsring. Ponyfrauen. Martingale. Lederheißung. Vorderzeug. Da, hinten. Das erste habe ich schon mal gefunden. Sehr gut. Und sogar in der letzten Ecke. Running Martingale. Tick, tack, tick, tack. Ich glaube, wir haben hier irgendwas übersehen. Na? Wir suchen noch nach den Martingale. Running Martingale. Das ist nämlich ein Western Martingale. Oh mein Gott, das kommt aus der Westernabteilung. Ja, ja. Lass mich mit dem Tipp weitermachen. Das sieht gut aus. Running Martingale. Ah.
Und du hast 3 Minuten 50 gebraucht. Das ging sogar schneller als gedacht. Naja. Aber stell dir mal vor, du musst irgendwie 50 Teile wegbringen oder so. Ja, und dann ist man da so langsam. Aber du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Hella. Ja, danke schön. Eigentlich habe ich ja gesagt, es ist die letzte Aufgabe, aber ich habe noch eine für dich. Okay, weiter geht's. Ja. Wir brauchen nämlich dringend noch ein paar Unterschriften von dir. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist ja eine schöne Aufgabe. Das machen Mitarbeiter hier also auch. Unterschriften geben. Komisch. Spätestens nach dem Video haben wir auch eigene. So, dann darfst du nämlich mit Silber noch ein paar schöne Autogrammkarten schreiben. Ja, mach das hier. Oh, die anstrengendste Aufgabe jetzt. Ach, die hier. Die anstrengendste Aufgabe zum Schluss. Also, falls ihr schnell seid, bekommt ihr vielleicht noch so eine Autogrammkarte. So, einmal für die Chefin. Vielen Dank, liebe Hella. Und der Stift auch noch. Da freuen die Mädels sich und wir uns natürlich auch. Ja, ich fand es total toll, dass du heute da warst. Du hast uns wirklich eine große Hilfe. Spaß gemacht. Gerne also, jederzeit mega. Wieder. Vielen Dank. Mehr kann man da nicht sagen. Was hat dir denn am meisten Spaß gemacht? Ich glaube, das Pferd anzuziehen war mega cool. Die Kunden beraten? Die Kunden beraten, das hat am meisten Spaß gemacht, glaube ich. Ja, eigentlich alles, bis auf die Futtersäcke. Die erste Aufgabe, das war die schwerste. Ja. Muss ich doch wieder alleine bleiben. Ja, alleine Futtersäcke weiter schleppen. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir jetzt auch schon das Video. Es hat mir einfach unfassbar viel Spaß gemacht hier, vor allen Dingen mit euch. Dankeschön, mega. Wir hatten auch echt Spaß mit dir. Danke, Hella. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.